Was ist das beste Rezept gegen für die Euro-Krise? Wen könnte man besser fragen als einen Mann, der genau weiß, wie man Milliarden macht? Weil er nämlich ein Self-Made-Milliardär ist, nämlich George Soros aus den USA, dieser Fondsmanager. Der ist gerade in Deutschland und da haben wir uns gefragt, fragen wir ihn doch mal, was er sagt. Eisern sparen, so wie wir Deutschen das wollen, oder zumindest die Bundesregierung, oder die Schulden der Krisenländer auf alle Euro-Staaten verteilen. Das wäre dann die gemeinsame Staatsanleihe, was die deutsche Bundesregierung bislang vehement abrät. Und George Soros stellt uns vor eine eher spektakuläre Alternative. Frankfurt, Stadt des Geldes, des Reichtums und der Macht. Hier betätigt sich, wer wirklich etwas bewegen will, die Stadt der Großfinanz eben. Eine Bühne wie gemacht für ihn. George Soros, seines Zeichens Großinvestor, Milliardär und ein Mann, der seine Macht zeigen will. Hier und jetzt, mitten in der Euro-Krise. Ich habe lange und hart mit mir gerungen, jetzt zu reden oder erst nach den Bundestagswahlen. Dann aber habe ich entschieden zu handeln, denn die Krise kann jederzeit wiederkommen, wie man im Falle Zyperns gesehen hat. Außerdem sind meine Ideen so entfernt von dem, was man in Deutschland denkt, dass ich besser sofort anfange. Erstaunte Blicke, selbst die Crème de la Crème des Finanzplatzes gibt sich amüsiert. Der knapp 83-jährige Milliardär hat Großes zu verkünden. Für ihn ist die harte deutsche Sparpolitik das Hauptübel der Krise. Wenn Deutschland endlich die Idee einer europäischen Staatsanleihe akzeptieren würde, ließe sich die Krise ganz schnell lösen. Es liegt ganz allein an Deutschland, so ein gemeinsames Staatspapier zuzulassen. Auf jeden Fall hat Deutschland kein Recht, den anderen Ländern dies zu verwehren. Sonst müsste Deutschland aus dem Euro ausscheiden und nicht etwa Italien. Entsetzen beim hiesigen Publikum, zumal es auch das Gegenteil der bisherigen deutschen Politik bedeutet. Der Milliardär genießt die Empörung sichtlich. Ob seine Macht groß genug ist, in Deutschland eine Debatte zu entfachen, Soros, Mission erfüllt, wird es von Ferne beobachten.